Hallo, ich grüße dich zu diesem Video zum Vollmond in Widder am 9. Oktober. Die Themen Liebe, Erotik, Partnerschaft, überhaupt Kontakte und Begegnungen stehen hier ganz stark im Zentrum dieses Vollmondes, aber gleichzeitig auch kreativ zu sein oder selbst nochmal so die eigenen Verletzlichkeiten dabei zu betrachten. Es gibt sehr spannende, herausragende, vielleicht auch herausfordernde Aspekte. Sowieso wird der Oktober sehr ereignisreich. Und ich würde sagen, schauen wir uns mal das Planetenbild vom Vollmond in Widder an. Sonne und Mond stehen in einer exakten Opposition, so wie das immer ist, an Vollmond. Der Vollmond ist immer eine gute Zeit für eine Aufnahme und eine Vollendung. Und der Mond in Widder hier ist ja sehr impulsiv, spontan, möchte sich selbst entdecken, möchte sich selbst erleben und seine Erfahrungen selbst machen und drückt die Gefühle ehrlich und spontan und direkt aus. Also egal, ob es Trotz oder Wut oder Trauer oder Freude oder Begeisterung ist, das alles drückt dieser Mond impulsiv aus. Jetzt ist es so, er hat ein paar Stunden vor diesem Vollmond eine Konjunktion mit dem Chiron gehabt und das hat jetzt eben bestimmte Verletzlichkeiten oder Sensibilitäten nochmal genauer beleuchtet und sind eventuell Unsicherheiten aufgetreten oder man traut sich nicht mehr so direkt zu sein oder spontan, weil bestimmte Themen aus der Kindheit nochmal aktiviert wurden. Also es könnte in diesen Tagen sein, sowieso in dieser Zeitqualität, weil wir alle gehen in die Heilung. Also viele, die sich mit sich selbst beschäftigen, mit ihrem Sinn des Lebens, mit ihrer Mission. Und da gehört es dazu, dass man sich bestimmte Dinge einfach anschaut. Und dieser Mond hier, das ist so ein Indikator dafür, mit dieser abklingenden Konjunktion zum Chiron in Widder rückläufig. Also es ist so eine Konstellation, wo eben die eigene Mutlosigkeit oder Unsicherheit oder Verletzung nochmal bewusster wird. Gleichzeitig kann man ja auch anderen hier sehr gut Mut zusprechen oder im Gespräch eben das auch auflösen. Da braucht man eben einen guten Gesprächspartner oder zum Beispiel einen guten Therapeuten. Und dieses Leistungsdreieck zur Lilith zeigt es ja auch an, dass hier Familienthemen angesprochen werden. Zum Beispiel, dass man etwas auf den Partner projiziert oder Mutterthemen nicht gelöst hat oder Vaterthemen nicht gelöst hat. Ja, es ist ja auch Sonne und Mond sind ja involviert. Mond ist ja eigentlich grundsätzlich die Mutter, also in vielen Deutungen, oder die Sonne, der Vater. Aber es kann auch natürlich sein, dass man emotional verletzt ist und dass es sich dann auf das Sein, auf das Selbstbewusstsein auswirkt. Also wie gesagt, Lilith hier in diesem Spannungsquadrat zum Mond, die spricht eben ungelöste Themen an. Und es ist eine gute Zeit, in die Heilung zu gehen. Vielleicht geht es darum, nicht mehr so viele Kompromisse zu machen oder zu allem Ja zu sagen, wo man doch eher mal ein Nein sagen würde. Vielleicht geht es hier mit dem Mond entweder auch darum, sich um seine Verletzlichkeiten mehr zu kümmern oder zu gucken, was man denn impulsiv und spontan ausdrücken möchte. Die Sonne in Waage hier ist ja ein Zeichen oder die Waage grundsätzlich, wo es um Liebe, Erotik, Partnerschaft geht, um ein gemeinsames Erschaffen. Die Waage ist ein Zeichen, wo es um Kontakte geht. Wir sind hier mit dem Zeichen Widder Waage auf der Ich-Du-Achse. Also es geht um Selbstausdruck im Zeichen Widder, um Begegnungen im Zeichen Waage. Und jetzt steht ja auch noch die Venus neben der Sonne. Und die Venus steht hier im Domizil. Sie ist die Regentin des Zeichens Waage und ist hier noch eine Morgenstern-Regentin. Das heißt, sie geht vor der Sonne auf und es ist so eine Energie, die eher pragmatisch ist, die eher auf das Leben ausgerichtet ist. Wie stehen die Finanzen, die Sicherheit, die Stabilität?
Ich mache dazu noch einen Workshop übrigens am 6. Oktober. Es sind noch ein paar Plätze frei. Wer Interesse hat, der Link ist hier unten. Die Venus in Waage wird dann, wenn sie durch die Strahlen der Sonne geht, weil das wird jetzt passieren in der traditionellen Astrologie, würde man sagen, sie steht jetzt hier bereits unter den Strahlen der Sonne, ist bereits verbrannt, ja, wird am 21.10. die exakte Konjunktion haben und dann geht sie als Skorpion-Venus auf. Und als Skorpion-Venus hat sie eine andere Energie, sie wird dynamischer, sie hat eher so eine Alles-oder-Nichts-Energie, also lässt sich mehr auf Abenteuer ein, vor allem wenn es erotische Abenteuer sind, oder möchte mehr aus einer Beziehung herausholen, also möchte da auch wirklich alles erleben. Und das wird eine herausfordernde Energie, vor allem weil am 25.10. bei der partiellen Sonnenfinsternis die Venus auch eine große Rolle spielen wird. Sie steht neben Sonne und Mond und das bringt die Themen Finanzen, Liebe, Partnerschaft, Abhängigkeiten, Projektionen ganz stark ins Feld. Also das wird auch eine große Reinigungszeit werden und wir bleiben weiterhin so, wie es aussieht in dieser Reinigungszeit. Es braucht von uns viel, viel, viel Bewusstsein, weil das unterstützt auch die Erde, das unterstützt diese Schwingung, in der wir uns hineinbegeben, in der wir schon sind, ja. Es ist eine andere Schwingung als vor 2 Jahren. Es ist vieles mehr bewusst geworden. Es hat sich schon viel mehr bereinigt. Unschöne Dinge sind noch viel mehr an die Oberfläche gekommen. Das wird wahrscheinlich auch noch so werden. Es kann sein, dass politische Systeme umstürzen werden, dass dieser Winter besonders auch für Europa und besonders für Deutschland zum Beispiel auch bedeutend ist. Vor allem diese partielle Sonnenfinsternis, aber da mache ich noch mal ein Video sowieso dazu. Also es gibt keinen Grund zur Panik. Da gibt es ganz, ganz neue Möglichkeiten, die sich da offenbaren. Auch wenn wir hier an diesem Vollmond das Saturn-Quadrat Uranus haben, am 10.10. ist es ja exakt. Und dieses Quadrat, das hatten wir ja schon vor 2 Jahren, ja, wo die Einschränkungen waren. Und ich meine, die Regierung, die sieht ja auch, dass sich viele Menschen einfach nicht mehr täuschen lassen. Jetzt haben wir auch den Krieg, was sehr, sehr schlimm ist. Und auch hier gilt es darauf zu achten, was wird denn eigentlich erzählt und was entspricht der Wahrheit. Nicht alles, was in den Medien steht, stimmt. Und das sollten wir erkennen und das haben ja auch schon viele erkannt. Also es geht wirklich in eine neue Zeit, die ist auch gar nicht mehr aufzuhalten. Und dieser Fingerzeig Gottes hier, der hier den Uranus und Neptun involviert und die Sonne an der Spitze, betrifft nochmal das Thema Kontakte, Partnerschaften, den Austausch überhaupt jetzt mit den Mitmenschen. Auch hier ist es wieder so, dass ja viele Menschen seit den letzten 2 Jahren gemerkt haben, dass manche Freundschaften keine guten Freundschaften mehr sind, dass sich Menschen auch wirklich getrennt haben oder man sich anders orientiert. Man sucht mehr die Gleichgesinnten. Man möchte eine andere neue Welt erschaffen, die nach neuen, wirklich sinnvollen Konzepten aufgebaut ist und ja, da wird auch das Thema Finanzen in Zukunft eine Rolle spielen. Wir sind ja noch nicht so weit, dass wir ohne Geld unser Leben gestalten. Aber ja, ich denke mal, das wird schon noch ein paar Jährchen dauern, bis es soweit ist. Und gleichzeitig geht es aber darum, so einen neuen Geist auf die Erde zu bringen. Der ist ja schon da. Der neue Geist ist ja schon da. Jeder hat ja seine eigenen 5 Grundwerte. Da ist es auch mal ganz interessant zu schauen, welche Werte man denn hat, weil ob es in einer Partnerschaft oder Liebe oder Freundschaft oder überhaupt in Begegnungen so ist, wenn die Werte nicht übereinstimmen, dann kommt man da auch nicht so wirklich zusammen. Hier in dem Sextil zu Neptun hat man natürlich große Visionen, die Intuition, die Medialität nimmt zu, aber auch die Träumerei, Fantasie, vielleicht auch manche Irritationen hier in diesem
Fingerzeig Gottes, weil die Quinkungsen sind auch Suchaspekte, diese zwei grünen Linien, die 150-Grad-Aspekte, wo Energien zusammenkommen, die erstmal vielleicht nicht so zusammenpassen. Wobei hier mit dem Quinkungs in Stier geht es ja um Liebe, Sinnlichkeit, Stabilität. Hier im Zeichen Waage geht es um eine geistige Verbundenheit, um Frieden, Harmonie, Liebe, Erotik, Partnerschaft. Es geht hier auch im Zeichen Waage darum, dass man dem anderen gefällt, dass der andere einem gefällt. Also es geht um dieses Betrachten, sich begegnen, auf dem Parkett der Begegnung zu tanzen. Aber es wird halt eben auch geprüft, so in dieser Opposition und wiederum mit der Lilith hier, ist es jetzt wirklich beständig? Ist es etwas, wo man sich wohlfühlt? Kann man sich voll entfalten? Im Endeffekt geht es darum, so zu sein, wie man wirklich ist. Das ist die Entwicklung hier auch an diesem Vollmond in Widder. Die Venus wird auch ein Quinkungs zu ihrer höheren Oktave Neptun haben. Das wird nach dem Vollmond noch exakter werden. Und ja, man könnte sich auf Träumereien und Illusionen einlassen. Die Hingabe wird größer, die Fantasie wird größer. Auch hier kann man dann schauen, was entwickelt sich daraus, passt es zum eigenen Lebenskonzept, wirft es einen aus der Bahn oder merkt man, es tut einem richtig gut, ja, mit dieser Person in dieser Umgebung, da kann ich wachsen, da kann ich mich wohlfühlen. Es bleibt interessant, wach und beweglich und neugierig zu sein, weil wir haben ja auch Mars in Zwillinge. Und das ist ein Mars, der sich für viele Dinge interessiert, eher ein breit gefächertes Wissen hat, vielleicht dann nicht bei jeder Sache immer unbedingt dabei bleibt, aber es ist ja so, dass dieser Mars auch sehr gerne im Austausch mit Menschen ist und sehr gerne etwas unternimmt. Und der hat ein starkes Quadrat auch zu diesem Neptun. Also es ist eine Zeit, wo man vielleicht etwas verwirrt ist, wo man unsicher ist, wo man mehrere Möglichkeiten sieht und wo es auch wieder wichtig ist, mal etwas auszuprobieren, zuzulassen, genau in sich hineinzufühlen. Diese Themen, die jetzt anstehen, die sind gar nicht mit dem Verstand zu lösen. Klar, der Verstand begleitet uns sowieso, sondern das ist eine Gefühlsentscheidung. Auch dieser Vollmond in Widder hier, der entscheidet nicht nach dem Verstand, sondern der fühlt. Mond in Widder, würde man sagen, ist nach der traditionellen Astrologie steht der Peregrin. Er steht in einem Feuerzeichen. Trotzdem ist es ein Mond, wie gesagt, der seine Gefühle stark zum Ausdruck bringen kann und es auch macht. Und das ist das Schöne an diesem Mond in Widder, würde ich sagen, auch wenn es den anderen seiner Umgebung nicht gefällt. Aber bei einem Mond in Widder, sage ich mal so, weiß man, wo man dran ist. Man muss nicht grübeln, man muss es nicht herausfinden. Er drückt sich impulsiv aus. Man wird von den Planetenenergien so hingehend unterstützt, dass man sich gut entwickeln kann. Es bedarf halt der wirklichen Ehrlichkeit zu sich selbst und dem, dass man Gefühle nicht übertüncht oder eben, dass es wichtig ist, dass man sich selbst auch sehr wichtig nimmt. Und die Frage stellt sich hier an diesem Vollmond in Widder, mit welchen Menschen verbringt man wirklich gerne Zeit? Ja, das war soweit von mir zum Vollmond in Widder. Ich ziehe ja nach wie vor immer eine Karte aus meinem Astrokartenset. Mal schauen, welche Karte sich hier zeigt. Lilith, die dunkle, lustvolle Mondgöttin. Genau. Und die ist ja jetzt hier in dem Leistungsdreieck mit Mond und Sonne. Und ich habe den Fokus eher auch darauf gelegt, was sie ablehnt und was sie nicht ablehnt, ja, also was man aus der Kindheit so mitbekommen hat. Aber natürlich hat sie immer auch eine erotische Kraft. Lilith ist offen für Extreme, für ob Ekstase, große Abenteuerlust, Sehnsucht, Wut. Durftest du Emotionen nicht fühlen oder gestehst du dir dieses selbst nicht zu? Lustvolles Erleben ist in vielen Bereichen möglich.
Lilith, die dunkle Mondgöttin, gibt sich einer Situation hin oder verweigert sich. Sie macht keine halben Sachen. Das macht sie stark. Lilith ist ein mächtiger, unbewusster weiblicher Anteil, der gesehen werden möchte. Dies gilt für Frau und Mann. Sie will beide Geschlechter auf gleicher Ebene sehen und erfüllt keine üblichen Erwartungen. Auch das mag in Partnerschaften oder dann, wenn es um die Themen Begegnung oder Projektion geht, mit dem Mond in Widder in Verbindung auch gar nicht mehr funktionieren. Wo machst du halbe Sachen? Wo möchtest du Ekstase erleben? Das ist ein ganz wichtiger Punkt auch. Also nicht so auf halber Flamme, sondern schon ein bisschen höher kochen. Wo spürst du das Lustvolle? Und wie erlebst du bereits deine Ekstase? Und hier möchte ich auch noch mal sagen, diese Ekstase kann natürlich auch im sexuellen Bereich, im Tantra-Bereich sein. Aber Ekstase kann ja auch sein, wenn man genussvoll etwas isst oder im kreativen Prozess. Ja, man malt ein Bild und ist voll mit Gott verbunden und ist auch in einer Ekstase. Ja, also da gibt es ja viele, viele Ausdrucksmöglichkeiten. Die Affirmation ist, Lust und Ekstase sind Teile meiner Seele. Ich sehe es so bei dieser Lilith, mit dieser Lust und auch mit dieser vollen Energie, sich für eine Sache zu entscheiden oder in eine Sache hineinzugehen oder nicht, auch so, dass man sehr alles integriert in sich, ja, also dass es voll stimmig ist, was man fühlt und was man tut. Und ja, das ist ja eben jetzt eben interessant an diesem Vollmond in Widder. Ja, soweit war es von mir zu diesem Video. Ich freue mich sehr, wenn es dir gefallen hat. Wie immer freue ich mich sehr über ein Like, über ein Feedback, über ein Abonnement. Und auf meiner Webseite annaroth-coaching.com findest du weitere Angebote. Du kannst dir dort gratis jederzeit eine Astrokarte ziehen, dich unverbindlich in meine Newsletter eintragen. Dann gibt es noch den kostenfreien Seelenort-Checkup. Genau, du kannst dich in meine Newsletter eintragen, um ausführlichere Beschreibungen zu jedem Neu- und Vollmond zu erhalten, Workshop-Angebote. Und wie gesagt, am 6.10. gibt es einen Workshop zum dritten Mal Finanzen, Stabilität und Wohlgefühl und dann mein persönliches Coaching und meine weiterführende Coaching-Begleitung. Ich bedanke mich sehr bei dir fürs Zuschauen und ich wünsche dir eine wunderbare Vollmond-in-Widder-Zeit an deinem Seelenort. Bis dann.